Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Surviving Mars, zum Mars Express DLC, wo ich mich heute mal vor der Aufnahme ein bisschen ausführlicher, als ich das sonst mache, umgeschaut habe und bin da über jede Menge Sachen gestoßen. Also zum einen die beiden Stirling-Generatoren hier möchte ich mal zurückbauen, weil das hier ist eigentlich nur der Ort, wo ich einen ganzen Schwung von denen produzieren möchte, damit ich sie dann an anderer Stelle wieder einfach aufbauen kann. Dabei bin ich hierüber gestolpert, dass wir für diese Rakete, die eine Planetenanomalie analysieren soll, einen ferngesteuerten Sucher brauchen. Den haben wir aber gar nicht, den können wir aber produzieren, glaube ich. Ja, dann machen wir das mal. Und ja, dann können wir endlich diese Mission hier machen. Ich habe jetzt nicht alle durchgeguckt, aber ich glaube, das war so ziemlich alles. Da fehlt noch ein bisschen Treibstoff. Da fehlt gerade gar nichts. Da fehlt auch Treibstoff. Ja, die müssen halt alle mal getankt werden, ne? Da fehlt auch nichts. Da fehlt auch Treibstoff. Ja. Okay. Dann haben wir hier zwei triboelektrische Bürsten, nämlich die. Und die hier, wo ich noch nicht den Arbeitsbereich erweitert habe. Und da müssten wir eigentlich auch noch mal eine dazu bauen. Die dann die da oben mit reinnimmt, damit wir da auch keine Wartung mehr haben. Dann ist mir aufgefallen, brauchen wir eigentlich hier auch noch eine. Ich weiß noch nicht, ob wir das hinkriegen, dass wir die irgendwo bauen können. Ja, machen wir die dahin, dann kann sie dann da mit reingehen. Und das hier müssen wir mal schnell annehmen. Dann war doch hier oben, ach ja genau, hier. Die ist auch noch nicht angepasst und da ist auch die zweite noch nicht gebaut gewesen. Wenn die dahin kommt, kommt die dann auch überall ran. Wobei, wenn ich sie nach da, ne, die kommt da so oder so, oder? Ne, vielleicht doch. So würde sie. Ne, kriegen wir nicht hin. Da müssten wir, wenn dann dafür auch noch mal eine bauen. Machen wir das doch, oder? So, dann würde ich gerne die ganzen Aufforstungsfabriken nochmal überarbeiten. Dafür brauchen wir aber nur eine, weil wir können das bei allen einstellen. Wir haben ja verschiedene Flechttypen. Also bei dem ersten würde ich Pflanzentypen. Bei dem ersten würde ich das Flechten drin lassen. Gerade weil man da keine Mindestanforderung an Bodenqualität hat, weil die kann natürlich an bestimmten Seiten ein bisschen schlechter sein. Deswegen mit STRG und Linksklick machen wir bei allen jetzt das Flechten rein. An zweiter Stelle machen wir bei allen das Gras rein, weil das auch nur eine recht, obwohl nicht, eigentlich werden ja die Büsche besser. Mindestens 20% und die erreichen wir ja mit dem Flechten. Ja, dann machen wir da die Büsche und an dritter Stelle machen wir dann die Bäume. Die verbessern nämlich die Bodenqualität nochmal deutlich und produzieren dann schon eine große Menge an Samen. Den Mischwald haben wir noch nicht erforscht und dann dürfte es hier eigentlich noch ein bisschen bunter werden auf dem Mars. Mehr Pflanzen und so weiter und so fort. Was ist das hier? Achso, okay. Ja, das ist einfach nur mehr Gesteinsabfälle. Relativ uninteressant für uns. Dann wollte ich. Ja, wir fliegen ganz schön schnell durch alles durch. Das ist in Arbeit. Achso, mir war aufgefallen, ich muss gerade mal einen suchen. Ist hier oben auch irgendwo einer? Dass wir hier, da zum Beispiel. Wir haben einige giftige Teiche hier auf dem Mars. Ich weiß nicht, ob die von alleine verschwinden, wenn das hier alles besser wird. Müssen wir mal schauen. Wolkensaat, Nachricht ansehen. Mit einem Spektakel, das in die Formations
Flüge bei Flugschritten auf der Erde erinnert hat, flogen spezielle Shuttles wieder und wieder durch die Wasserdampfwolken über unsere Kolonie. Eine Weile passierte gar nichts, aber gerade als die Zuschauer schon traurig abziehen wollten, brachte der Wind die ersten Tropfen frischen Regenwassers. Frohlockert, boah, wie cool. Wir haben sauberen Regen. Und wir haben einen Meilenstein erreicht, pflanze einen Baum auf der Marsoberfläche. Ja, das wird auch mal Zeit, dass wir das hinbekommen haben. So, dann hatte ich mir noch das hier vorgenommen. Da haben wir ja jetzt die hier alle fertig. Haben wir jetzt überall 3 Schichten? Ja, haben wir. Dann haben wir den noch nicht geöffnet. Das können wir noch mal machen. Die Edelmetallraffinerie ist gebaut. Da können wir noch das Verstärkungsupgrade und das Fabriken-KI-Upgrade reinmachen. Die macht ja aus Gesteinsabfällen Edelmetalle. Ne? Das ist ja durchaus etwas, das wir hier nutzen wollen. Und dann habe ich mir noch überlegt, wir haben ja hier noch einige Arbeitslose und wir können hier ja noch mehr Leute reinbringen. Aktuell haben wir ja noch 35 freie Wohnplätze, also die werden so oder so dazukommen. Dass hier doch vielleicht ganz gut wäre Polymerfabriken, weil Polymere sind nur noch 62, ja, die sind tatsächlich sehr knapp. Dass wir da nochmal was machen. Wir brauchen für die Strom, Wasser und Treibstoff. Eigentlich alles Sachen, die wir haben. Wasser haben wir hier, glaube ich, reichlich. Ja, genau. Wasser ist hier gar kein Problem. So, dass wir hier dann eigentlich auch noch 2 Polymerfabriken bauen könnten. Verbinden die auch gleich mit Rohren. Machen wir das mal so. Mit Strom. Würde ich vielleicht sagen, bauen wir hier nochmal einen der fortgeschrittenen Stirling-Generatoren mit auf. Wir haben ja Fertigbauten. Da ist eine Rakete bereit zur Landung. Perfekt, die können wir gleich wieder nutzen. Ich lasse sie jetzt mal schnell einfach da oben landen. So. Der ist schon im Bau. Dann können wir den jetzt gleich auch öffnen. Und dann haben wir hier wieder dicke genügend Strom, auch für die beiden Polymerfabriken. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir hier... Den Treibstoff haben wir da schon. Wie viele Drohnen haben wir hier an dem... Da ist der Drohnen. 10, das können wir nochmal auf 16 erweitern. So. Planetenanomalie analysiert. 4000. Achso, Planetenanomalie, okay. Touristen zahlen mehr Geldmittel. Dann sollten wir hier mal reingehen, genau. Nicht, dass wir da gleich wieder ins Leere forschen. Oben ist alles fertig. Dann können wir hier die unterirdischen Shuttle-Hubs. Und den Besonnenheitsverlust im Untergrund. Und dann machen wir das hier mal fertig. Tiefenvorkommen sind jetzt auf Asteroiden aufgedeckt. Ja. Perfekt. Dann haben wir da viele Sachen drin, die viele Punkte brauchen. Da haben wir erstmal nichts mehr mit zu tun. So, der hier hat da schon alles mit im Blick. Perfekt. Das ist noch eine bereit zur Landung. Jetzt gleich gelandet ist, dann können wir noch mal nach den Planetenanomalien schauen. Was ich gerade total ulkig finde, was hier so los ist gerade, ne? Wie viel Shuttle wie viel Shuttle hier durch die Gegend fliegen und wie viel Drohnen hier rumdüsen und ist schon absurd. Terraforming Fortschritt, kein giftiger Regen mehr.
Wie cool. Jetzt können wir mal gucken, ob unsere giftigen Teiche dann jetzt auch schon Geschichte sind. Ne, die gibt es noch, aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Warum funktioniert die Polymerfabrik nicht? Weil die keinen Treibstoff hat. Das ist aber eigentlich etwas, das hier nicht passieren sollte. Gut, an den Bahnhöfen haben wir das aber noch nicht zu Ende gebracht. So, hier stellen wir 3 Schichten ein, machen alle Upgrades rein. 3 Schichten. Will ich hier jetzt auch mit Spezialisten arbeiten? Ja, in der einen arbeiten wir mal nur mit Spezialisten. Die bei der anderen lassen wir das noch offen. So, dann sollten wir auch zunehmend kein Problem mehr mit Polymer haben. Da ist noch eine Rakete bereit zur Landung. Ich habe keine Landeplätze mehr für die. Müssen wir mal da gerade für Nachschub sorgen. Aber wir können auch parallel natürlich uns schon hier um Sachen kümmern. Nämlich wir können, nee, das ist in Arbeit. Das hier können wir machen. Gibt nochmal 5% mehr Bäume. Da können wir die Sledgehammer für nehmen. Das hier ist Eisasteroidenfänger. 5% Wasser. Polarkappen schmelzen. Das ist gerade schon in Arbeit. Treibhausgase importieren, das läuft auch. Ja, dann ist es eigentlich das hier, was wir jetzt noch machen können, ne? Wo ist denn eine Drohne zerstört worden? Ah, Meteoritensturm. Aber das bedeutet dann ja, der Transporter kann mal wieder los Sachen einsammeln. Die arbeitet nicht genug Treibstoff, nicht genug Treibstoff. Wie kann denn das sein? Und mir ist ja auch bei den Raketen durchaus aufgefallen, das hat alle nicht so richtig schnell funktioniert. Sind diese großen Lager vielleicht nicht so gut für solche Unternehmungen? Dann bauen wir da nochmal 3 kleine davor, wo wir jeweils eine Wunschmenge von 100 einstellen. Jetzt alle Anmeldungen ist. Aber erstmal wollte ich gerade... Ne, das ist alles in Arbeit. Das nehmen wir mal an. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Spezialprojekt abgeschlossen, Polarkappen schmelzen. Die Sprengkappe detonierten in einer majestätischen Lichtshow, heller als 1000 Sonnen. Wir beobachteten das Schauspiel voller Bewunderung aus unseren sicheren Laboren. Die schwindelerregende Anzahl von thermonuklearen Geräten hatte eine monströse Menge Energie freigesetzt und das Angesicht des Mars innerhalb weniger Sekunden für immer verändert. Ein enormer Schritt vorwärts im Terraforming des roten Planeten war getan worden, und doch herrschte eine erdrückende Stille im Raum, nachdem die Lichtblitze erloschen waren. Wir hatten eine mahnende Erinnerung daran erhalten, über welch zerstörerische Kräfte die Menschheit gebietet. So, und was ist hier? Großer Staubsturm. Wie kann das denn kommen?
In Kürze erreicht ein Staubsturm die Kolonie. Staubstürme beschädigen Rohre und Kabel und setzen allen Gebäuden zu, wodurch diese früher als üblich gewartet werden müssen. Als Vorkehrung sollten Strom, Wasser und Sauerstoff in Batterien und Tanks gespeichert werden. Außerdem sollten alle Gebäude, die diese Ressourcen verbrauchen, während eines Staubsturms deaktiviert werden, um mit den verfügbaren Reserven über die Runden zu kommen. Folgende Gebäude funktionieren während Staubstürmen nicht: Moxis, Feuchtigkeitsoperatoren, Solarkollektoren außerhalb von Kuppeln. Ui. Okay. Ich meine, die hier werden ja hoffentlich trotzdem funktionieren. Oh. Nee, die scheinen nicht zu funktionieren. Weil die Stromerzeugung ist deutlich niedriger als das, was wir vorher hatten, aber wir sind ja ein Stück weit vorbereitet mit jede Menge fortgeschrittenen Stirling-Generatoren, die wir mal schnell dazu bauen. Oh ja, jetzt fallen die auch. Oh. Na gut, dann geht auch der Gesamtbedarf deutlich runter. Kuppeln ohne Lebenserhaltung. Eieieiei. Und das soll noch 2 Sols 2 Stunden andauern. Kann sowas denn zustande kommen? Defekte Kuppel. Die Kolonisten beobachten nervös, wie wertvoller Sauerstoff durch den Riss der Kuppel austritt, während ein Staubsturm außerhalb der Kuppel wütet. Ach je. Wir müssen den Sturm abwarten, später reparieren einige. Ich brauche Freiwillige, die nach draußen gehen. Ich versuche mich gerade in die Lage zu versetzen. Ich bin gerade auf dem Mars in dieser Situation. Und ich wüsste ja nicht, wie lange der Sturm geht. Wobei in diesem Fall weiß ich das jetzt. Ich glaube, ich würde versuchen, den Sturm abzuwarten. So, ich versuche das Ganze jetzt mal schnell hinter mich zu bringen. So, hier können wir jetzt die Stromproduktion deutlich hochfahren, so dass wir da schon mal kein Problem haben. Die ganzen Bürsten kommen hoffentlich trotzdem dagegen an, dass wir nicht wirklich Wartung brauchen. Aber warum haben wir hier jetzt einen Sauerstoff? Achso, weil die Moxis nicht arbeiten und ich habe an dieser Kuppel... Doch, eigentlich haben wir hier auch... Habe ich hier vergessen, Sauerstofftanks zu bauen? Das wäre natürlich absolut fatal. Aber ließe sich jetzt nicht mehr ändern. Das Einzige, was wir machen können, uns für die Zukunft vorbereiten. Große Sauerstofftanks. Ne, die sehe ich hier tatsächlich nicht. Bauen wir mal derer 3. Oje. Die armen Kolonisten. Neues Spezialprojekt Wolkensaat. Da haben wir gerade keine Rakete für frei. Okay.
resources are low. Jetzt gehen uns auch noch die Polymer aus. was war da jetzt? Ich hab aus Versehen schnell woanders hingeklickt. Ich weiß nicht, ob der Weltraumlift gerade funktioniert. Probieren wir es mal. Ja, es scheint trotzdem zu funktionieren. Okay, das hilft schon mal. Wie viel Sauerstoffreserven haben wir denn hier noch? 9554, dann wäre es doch eigentlich schlau. Das hier mal schnell zu verbinden, oder? Die Idee hätte ich auch früher haben können. Dann haben wir da wieder Sauerstoff. Ich meine, dann geht natürlich der Sauerstoff von hier auch durch die Lecks verloren. Aber es kommt wenigstens da was an. So, jetzt ist es fertig. Genau, jetzt haben wir da wieder Sauerstoff. So, ich glaube, der Bruch ist behoben worden. Jetzt haben wir nur noch ein Stromproblem. Aber auch das sollte eigentlich passen, weil wir auch hier relativ viel Strom produzieren. Mehr als wir verbrauchen. Dann kommen wir doch. Oh, schon wieder gebrochen, das gibt's doch nicht. Forschung abgeschlossen, Magnetfeldgenerator verringert den Verlust von Atmosphäre. War das nicht sogar ein Wunder? Genau, das war ein Wunder. Na, ist aber nicht unter Wunder aufgelistet, sondern hier. Braucht Strom, eine ganze Menge davon. Was mehr nicht ist. Kann ich davon denn jetzt noch einen? Ja, da können wir sogar mehrere von bauen. Lokale Marsbeben auslösen. Huch. Vielleicht sollten wir es damit nicht übertreiben. 18 Stunden haben wir noch, dann haben wir es überstanden. Das ist jetzt auch nichts, was ich häufiger brauche, muss ich sagen. Schon wieder die Kuppel gebrochen, wollen die mich. Das scheint aber auch eine Fehlproduktion zu sein. Neue Planetenanomalien gefunden, gleich 3 Stück. Achso, Planetenanomalien sind. Nee, nee. Haben wir dafür jetzt eine? Nö. Achso, die können während des Staubsturms nicht landen. Ja. Achso, das Ding dreht sich doch. Das sah gerade kurzzeitig so aus, als ob das so ein bisschen aus der Rotation geraten wäre. Aber enttäuscht das. So, jetzt brauchen wir noch eine. Ne, stopp. Erstmal müssen wir hier den Betriebsbereich vergrößern. Und dann kommt da eine dazu, die dann auch erreicht.
Vegetation verbreiten. 3, 2, 1. Ein gemeinsamer Seufzer und dann Jubel. Das Projekt war erfolgreich. Eine Rakete, gefüllt mit Milliarden Samen, entleerte ihre Frachträume nach einem sorgfältig aufgearbeiteten Muster und verbreitete die Samen über ein weites Gebiet. Die meisten dieser Samen werden Wurzeln schlagen und einen grünen Landstrich formen, der Sauerstoff in die jugendliche Marsatmosphäre pumpt. Das hören wir doch gerne. Das sind ja mal positive Nachrichten. Oh, das Ding ist schon fertig. Hoffentlich sorgt der nicht gleich für das erste Marsbeben. Ach, und der hilft. Ah, stimmt, stand doch dabei, dass es da Forschungspunkte gibt, ne? Aktueller Verlust ist 0,76%. Und das reduziert das um 0,2. Das heißt, vier von denen würden unser Problem diesbezüglich lösen. Uinuku BA4. Besondere Mineralien, Metalle, niemals Wasser. Das ist doch einer, den wir uns mal wieder vorknüpfen könnten. Dann schauen wir uns gleich an. Defekte Kuppel, deine Aufmerksamkeit wird verlangt. Der Staubsturm hat sich gelegt, aber der Schatten an der Kuppel ist nach wie vor eine Bedrohung für die Kolonisten. Jetzt kann bedenkenlos ein Reparaturteam nach draußen geschickt werden, um den Riss in der Kuppel zu versiegeln und zukünftige Lecks zu verhindern. Möchtest du ihnen irgendwelche besonderen Anweisungen geben? Effekt. Aufgrund des großen Sprungs im Dom werden keine neuen Brüche mehr entstehen. Vorhandene Brüche werden von den Drohnen automatisch repariert. Okay, überprüfen wir alles doppelt und sorgen wir dafür, dass die Sicherheitsprotokolle eingehalten werden, oder wir müssen uns sofort um das Problem kümmern, sie sollen sich beeilen. Wir machen das mit der 24-Stunden-Variante und haben es dann doppelt und dreifach. So, hier oben sehe ich gerade noch, dass ich hier die Bürsten noch gar nicht vollständig aufgestellt habe. Das können wir mal erweitern. Huch. Jetzt haben wir es aber. So, das Ding ist aufgebaut. Wird gleich der Radius vergrößert, dann brauchen wir noch eine in die und eine in die Richtung, würde ich sagen. Warte mal, schauen, wie wir das umschlossen. Wir werden mit zwei weiteren nicht auskommen. Dann mache ich lieber eine nach dahin und dann können wir da noch eine machen und nach da noch eine. Das sollte dann etwas besser passen. Jetzt haben wir hier so einige Raketen, die landen möchten. Ja. So, ich wollte noch weitere Magnetfeldgeneratoren bauen. 100 Strom, das klingt jetzt falsch, wenn ich das sage, aber das ist ja nicht so viel. Ich möchte die nur nicht alle nebeneinander bauen. Das ist so gerade mein Wunsch. Also kommt einer. Ne, das möchte ich noch Strom erweitern. Hier ist vielleicht gar nicht so schlecht. Einer noch. Eine nach da. Und dann würde ich, glaube ich, eine noch irgendwie versuchen, hier zwischen zu quatschen. Das Ding ist schon wieder gebrochen, oder ist das immer noch? Kann auch immer noch sein.
So, Strom. Okay, wir haben nicht so viel übrig, wie ich jetzt vermutet hätte. Die alle gebaut sind, dann sollte es besser aussehen. Wir haben ein Spezialprojekt abgeschlossen, Treibhausgase importieren und haben gleich wieder Neues bekommen. Shuttle ist überlastet, das wird sich gleich wieder legen. Ich baue ja auch gerade recht viel hier. Das Ding ist nicht am Strom. Dann schon. Und ich würde sagen, eine nach dort. Wie viel, okay, das ist natürlich quasi nichts, wenn wir einen Strombedarf haben. Das würde nicht mal einen Tick durchhalten, dann sind unsere Akkus leer. Wir brauchen was Größeres als die Atomakkumulatoren. Etwas viel Größeres. So, da ist jemand landebereit. Warten wir, bis wir die gelandet ist, und dann gehen wir noch mal die Planeten Anomalien durch, oder besser gesagt die Forschungsprojekte. Ne, wie heißt das? Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Wieso arbeiten denn da jetzt in denen nur Spezialisten und hier kriegen wir das nicht hin? Das ist ja lustig. Oh, inzwischen ist aber auch der Atmosphärenverlust gestiegen, dass die drei nicht reichen würden. Müssen wir das gegebenenfalls noch mal um den fünften erweitern. Schauen wir mal. So, hier sehen wir jetzt die ersten Büsche. Bäume kann ich jetzt noch nicht entdecken. Doch, hier. Wie cool. Und wie cool wird das erst, wenn die überall wachsen? So, unsere Kuppel wurde endlich repariert. Juhu. Das hat auch lange genug für Stress gesorgt, muss ich sagen. Raketen sind gelandet, dann können wir uns jetzt die, wie heißt das? Keine Ahnung. Wolkensaat, die können wir auf jeden Fall machen. Löst Regenfälle aus, welche die Bodenqualität verbessern und den Pflanzen gut tun. Das klingt nach einem Plan. Dann haben wir hier Vegetation verbreiten, also die ist noch in Arbeit. Das ist eine, wo die Rakete verloren geht. Gut, Wasser müssen wir natürlich trotzdem machen, aber vielleicht haben wir da auch noch andere Sachen. Achso, die ist auch in Arbeit. Giftige Regenfälle möchte ich eigentlich vermeiden. Okay, dann habe ich gerade nicht mehr, die wir machen können. Ist ja auch in Ordnung.
Ja, jetzt, das meine ich wieder, das Gewusel, ne, auf hoher Geschwindigkeit, wenn man das sieht, was hier abgeht. Das ist schon... ja. Das hat schon was für sich. Das hier müssen wir unbedingt noch erhöhen. Elektronische Polymer, ich glaube, wenn sich das einpendelt, sollte das schon passen. Wir bauen ja auch gerade recht viel, ne? Davon mehrere, da gehen 200 elektronische Geräte drauf. Wir bauen hier einen ganzen Schwung Bürsten, wo was drauf geht. Hier bauen wir einen ganzen Schwung. Oh ja, alleine was das kostet, ne? Ja, da können wir auch eigentlich direkt gerade nochmal shoppen gehen. Nochmal eine Ladung Polymer. Dann kaufen wir noch eine Ladung Saatgut. Und wir kaufen noch eine Ladung elektronische Geräte. Und jetzt wollen wir gleich feststellen, ob das überhaupt funktioniert, dass wir mehrere Sachen hintereinander kaufen. Oder ob ich jetzt Geld zum Fenster rausgeschmissen habe. Ich hoffe nicht. Wir werden es gleich sehen, wenn die ersten Sachen ankommen. Drohnen sind überlastet. Oh, da arbeiten nur 4. Da machen wir mal 16 draus. Da sind auch nur 4. Hier machen wir auch 16. So, das waren jetzt schon mal die Polymere. Jetzt müssten noch Saatgut und elektronische Geräte kommen. Wieso hat denn das Ding... Achso, das ist die, die ich neu gekauft habe. Die hat deswegen noch kein erweitertes Frachtmodul. Das gleiche gilt für die. Das kaufen wir auch mal. Achso, und ich wollte doch... Morgen. Das ist Uenuku BE4. Der ist es hier oben. Kein Polymer. Metall. 168 besondere Mineralien. Okay, dann. Ich glaube, Dallas ist. So, fertig bauen. Wir nehmen mit. Ach, wir haben keinen Drohnen-Hub. Dann müssen wir das gleich bauen und rückbauen. Dann nehmen wir 5 davon mit. Stromakkumulatoren. In Zukunft wäre wahrscheinlich ein Atomakkumulator besser, aber das ist jetzt für diese hier egal. Dann nehmen wir davon den ganzen Schwung mit. Fahrzeuge brauchen wir nicht. Treibstoff. Achso, das geht gar nicht. Muss ja eh gleich noch eine zweite Rakete hinterher fliegen, aber die darf schon mal loslegen. Jetzt brauchen wir schnell einen Drohnen-Hub. Das hier. Machen das mit Priorität und machen dann den Rückbau. Dann müssen die hier Prio haben, damit die geupgradet werden und wir dann eine zweite hinterher schicken können. Wieso ist der jetzt wieder dahin gehüpft? Oder ist er da? Also unsere elektronischen Geräte und Saatgut ist noch nicht da, ne? Ah, doch, aber er macht jetzt gerade die... Okay.
Da sind sie. Und dann müssten die jetzt... eigentlich auch noch die elektronischen Geräte kommen. Ja. Da sind sie. Wollen wir auch nochmal wieder... Oh ja, wir haben fast 1000. Da können wir auch mal wieder ein bisschen exportieren. Die ist startbereit, die kann aber gleich auf eine Planetenanomalie dann auch gehen. So, das war jetzt der hier, den bauen wir zurück. Setzen wir gleich noch was zurück, nämlich den Aufnahmetimer. Ich habe nämlich mal wieder ein bisschen was überzogen, sehe ich wohl. Zwei Stück mit 100%. Ja, aber wir schauen zum Ende hier nochmal eben drauf. Nein. Ist in Arbeit. Ist in Arbeit. Ich bin wahrscheinlich gerade einfach zu ungeduldig. 0,14 pro Zoll. Ich weiß nicht, ob das vorher auch so war. Da oben scheint das ja eher langsam zu funktionieren, ne? Der ist noch in Arbeit, dann will ich den auch nicht bremsen. Ja, okay. Teile des Mars werden grün. Teile werden vergiftet. Wie auf der Erde. Wenn es nicht so traurig wäre. Ja, oh, wir sind unterwegs zu einem Asteroiden. Ja, warten wir, bis beide abgegradet sind. Dann können wir das gemeinsam machen. Ernte Saatgut 0. Okay, das heißt, in der Nähe von denen kann man dann theoretisch auch wieder ernten. Oh, tatsächlich. Da ist es auch 0. Das ist 3. Spannend. 3,4. 4,4. Dann gewinnen die ja quasi mehr, als dass sie verbrauchen. Oder wie verstehe ich das? Mich schon wieder fest, ne? sind die hier fertig? Ja. So, dann stellen wir erstmal den hier hoch. Dann haben wir hier alles im Griff. In der Richtung. Und der hätte auch so schon alles im Griff. Aber ich glaube, ich stelle den trotzdem auch noch hoch. So, die Rakete ist da. Dann können wir sie auch noch schnell landen. Aber dann machen wir wirklich Ende. Okay, es ist ein recht kleiner Asteroid. Ich lande mal hier. Eine Anomalie gefunden. Okay, wir müssen also einen Erkunder mitbringen. Das erste, was wir gleich machen, ist einen Drohnenhub aufbauen. So, Drohnenhub. Und der kann dann
locker den ganzen Asteroiden erreichen. Dann könnten wir versuchen, uns eine Rampe hier runter zu bauen. Das geht. Müssen wir da auch hin? Nee. Universal Lager. Eins für besondere Mineralien und eins für Metalle. Dann stellen wir die Kollegen hier auf. Machen wir die vielleicht alle erst hier auf 1 und dann die nächsten, ist doch eine gute Idee, oder? Dann haben die jetzt zu tun und wir können Ende machen. Ich vergesse garantiert in der nächsten Folge die nächste Rakete hinterher zu schicken mit mehr Drohnen und was wir sonst noch so brauchen. Aber ja, so bin ich halt. Ne? Alles klar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.